Original von der Kandahar-Strecke. Jeder Läufer oder Läuferin bekommt einen Original Kandahar-Stein. Ja, also ich habe natürlich einige Skibrillen. Die sind natürlich wichtiger Skibauer, braucht man eine spezielle Rennbrille, wo ich versuche, dass das Glas immer natürlich passt. Heller, wenn es ein bisschen diffuseres Licht ist, und dunkler, wenn es eben die Sonne ziemlich hell ist. Und natürlich habe ich viele Sonnenbrillen. Wir haben ja von UVEC sehr gut ausgestattet und dadurch habe ich da immer eine dabei. Die Erfahrung ist auf der Abfahrt eigentlich das A und O. Also deshalb sieht man auch international, dass es einfach nicht oft passiert, dass junge Läuferinnen gleich im ersten Jahr auf den Abfahrten ganz vorne dabei sind. Also wenn man schaut, Lindsay Vonn oder auch Maria Gurisch, die jahrelang einfach auf den Abfahrten unterwegs waren, die dann meinetwegen nach Cortina kommen, wissen, okay, da ist die Welle, da ist diese Kurve, wissen eigentlich schon im Vorhinein, wie sie das fahren können und wie das gefahren wird, weil die Kurssetzung unterscheidet sich nicht extrem dieses Jahr. Und das ist einfach dann der Erfahrungswert, der dann einen Vorteil schon bringt. Aber das ist eigentlich unser Ziel, dass man die jungen Läuferinnen jetzt so peu à peu ranführt, dass man einfach die nächsten zwei, drei Jahre versucht, die Abfahrten kennenzulernen mit den jungen Läufern und dann schauen. Es hat sich gelohnt, es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Es war nicht leicht von den Verhältnissen, aber die haben eine super Arbeit gemacht und es waren zwei richtig geile Rennen.